Ja, hallo. Herzlich willkommen bei einem wunderschönen neuen Spiel. Es ist etwas ruhiger. Wir nehmen uns mal etwas zurück. Wir versuchen, den Tag mal etwas ruhiger anzugehen. Etwas gelassener und mit etwas mehr Bedacht als sonst. Und so auch diesen Stream. Und die Aufnahme. Und natürlich geht das wieder in Folgen auf YouTube. Ist ja klar. Ja, worum geht es in diesem Spiel? Lasst euch überraschen. Ich hab's bei jemandem mal ganz kurz gesehen. Ich fand es schön, wollte es unbedingt selber spielen. Ich hab's kurz angespielt, um Einstellungen zu machen, wie immer. Und so viel kann ich euch schon verraten. Dieses kleine Männchen, Weibchen, dieses Persönchen hier unten, das sind wir. Und das ist schon mal ein Ausblick auf die Spielwelt. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir nicht fortfahren, sondern ein neues Spiel und schauen uns das Ganze hier mal gemeinsam an. Das sind wir. Das ist nur die Frage, was sind wir? Ihr seht, wir bekommen auch, nichts geschenkt an Informationen. Ich weiß, für absolute Grafik-Nerds wird das jetzt hier nichts sein, aber es ist eben auch mal etwas anders. Wir können also laufen, wir können springen. Was können wir denn noch machen? Okay. Ich tippe einfach mal ein paar Tasten. Mal gucken. Gut, allzu viel passiert nicht. Ja gut. Dann lasst uns einfach mal schauen. Ich meine, das Spiel gibt uns ja einen gewissen Weg voraus. Halte springen, um höher zu springen. Ja. Das sind ja lustige Viecher. Gerade eben war das noch der rechte Fuß oder Bein oder was auch immer. Okay, so, warte. Und jetzt hier. Jetzt kommt der rechte wieder hoch. Ich bin arg verwirrt, aber es ist okay. Speicherpunkt. Okay. Wer seid denn ihr? Neuer Eintrag: Fraglets. Schüchterne Kreaturen, die Sümpfe und trübes Wasser lieben. Wie lustig. Glyphen können wir umschalten, haben wir aber noch nichts. Und Kreaturen 41. So, jetzt ist natürlich die Frage, kommen wir da drüben irgendwie hin? Aber hier ist tiefes Wasser. Ich habe Bedenken. Sagen wir es so. Können wir hier rein? Okay, wir können. Fühlt sich jetzt aber nicht sehr wohl da drin. Gut. Dann wohl nicht. Alles klar. Ja, dann hoffe ich, dass wir da mal noch hinkommen zu denen, ne? Hört den Ruf, brecht auf. Folgt dem Pfad ins Licht. Okay. Also was man schon merkt, ist... Es ist alles
schon sehr auf Licht ausgelegt. Ne? Die Augen sind immer sehr strahlend weiß. Der Speicherpunkt ist strahlend weiß. Das ist strahlend weiß. Okay. Können wir hier... Also da drüben kommen wir garantiert wieder nicht hin. Okay, ich verliere mich schon wieder in der Welt. Es tut mir leid. Man kann aber auch nicht rennen oder laufen. Also derzeit finde ich nur diese eine Geschwindigkeit hier. Okay, wir versuchen es mal einfach weiter. Halbmythisch, nur selten zu sehen, vielleicht einmal im Jahrzehnt. Viele Geschichten handeln von diesem Wesen. Das ist eine Schildkröte. Und auch hier wieder die Augen. Sehr weiß, sehr strahlend. Na dann. Ne. Wie cool ist das denn? Studio Inkifox presents. A game by Jonas Monk. Music, Benedict Nichols. Weg. Ich will jetzt noch nicht runter. Können wir noch mal? Würdest du vielleicht so zwei, drei Sachen noch rumlaufen? Nein. Danke, Liebe. Hoch kommen wir nicht, oder? Hier da drüben ist es. Also wir kommen Kleinigkeiten an Schritten, da kommen wir lang. Auch nicht so wahnsinnig viel. Okay. Ich würde ja so gerne so viel erkunden. Warum sind wir hier? Wir sehen auch irgendwie so traurig aus. Oder leer. Ich kann es jetzt gerade nicht unbedingt richtig einschätzen, aber irgendwie fühlt es sich auch so an, als wenn wir ja, erschöpft wären. Wackerlamps. Seltsame, zeitlose Wesen. Einige sagen, sie sind mehr pflanzlich als tierisch. Ist mal egal. Ah, das sind die... Kann man da... Hallo sagen? Geräusche. Und die beobachten uns auch ganz genau.
süß. Hey, Kleines, ne? Naja, gut. Ich glaube, das ist alles noch Vorgeplänke. Zittern Sie. Aquipit. 0%. Da drüben ist irgendeine Plattform. Ansonsten sehen wir erstmal nichts. Ist das sowas wie eine kleine Map, wenn der... Also wenn wir den Stab hier so nach oben schieben. Und was sind diese Symbole da auf der linken Seite? Also es scheint so eine Plattformer-Richtung zu sein. Plattformer und Rätsel anscheinend. Ja gut. Dann begeben wir uns jetzt mal diese Welt. Ich will überall hin. So, guck mal hier drüben. Ich gehe mal davon aus, dass das Wasser hier ähnlich problematisch ist wie drüben. Ah, wie süß! Entschuldigung, da stand eh. Ich habe das einfach gemacht. Was ist dieses Licht, was wir hier aufsammeln? Ah, P-Crabs. Es wird gesagt, dass alle Steine einst lebten. Gigantische Wesen, groß wie Berge. Hier können wir nichts machen. Müssen wir das Licht irgendwie sammeln, aber ich sehe halt nichts. Okay, 7% schon. Ich scheine allein zu sein auf meinem Weg, hinterlasse dennoch diese Botschaften. Für einen, der noch folgen mag, für mich, für meine Erinnerung. Würde bloß dieser endlose Regen. Das heißt, wir haben hier wirklich Bücher von jemandem vor uns? Aber war dieser jemand genau wie wir? Warum gibt es niemanden wie uns hier nochmal? Oh. Turtles. Friedliche Wesen, die Abgeschiedenheit bevorzugen. Ist das süß. Er macht überall was anderes bei denen. Was machst du hier? Ich meine, das ist so süß. Was passiert hier? Ich mach mal weg. Passiert doch immer irgendwas. Okay, und jetzt die Map. Diese runden Bälle sind da, diese runden Bälle. Ich denke, die können wir bestimmt einsammeln. Kann das sein, dass wir da drüben dann noch auf die Turtle drauf sind? Ohne Erinnerung daran, wo meine Pilgerreise begann, fühle ich mich dem Licht der neuen Welt näher. Bald werde auch ich durch das Tor treten. Durch welches Tor?
Pilgerreise. Sind vielleicht vor uns mal andere unseres Volkes oder unserer Art entlang gegangen und haben irgendwie eben, ja, eine neue Heimat gefunden? Geht unter. Ach, hör doch auf. Wie cool ist das denn? Also wir müssen diese Dinger einsammeln. Aber wenn der uns jetzt einen Punkt macht, dann brauchen wir nur drei, oder wie? Gut, also ich sollte bewusst sein, dass wir das Spiel natürlich versuchen, oder die Level 100% zu machen, ne? Klar. Wir schneller? In irgendeiner Art und Weise? Aber was kann ich jetzt machen? Ich bin anscheinend hier irgendwie aufgeladen. Wie komme ich da hoch? Aber das hier. Der Geschwindigkeit ist es gar nicht so einfach, hier lang zu kommen. Ja. Okay. Aber da hinten gab es noch viel mehr. Also da hinten. Macht mir ein bisschen Angst. Ach. Ach, das war's. Okay, also wir können also uns aufladen, und wenn dem dann so ist, dass wir aufgeladen sind, dann können wir hier solche Stelen entsprechend irgendwie aktivieren. Ah, 100%. Ja, ich wäre ja verrückt. Aber war das wirklich? Wir haben ja die hier immer noch nicht. Noch nirgendwo hin. Das ist auch bloß die Karte. Wir können ja schon mal sammeln. Ach, und dann sehen wir hier auf dem Arm, wie weit wir sind. Das heißt, wir dürften jetzt gar nicht mehr so viel übrig haben, und dann müsste das klappen. Okay. Ich höre ja schon auf.
Wir müssen da hoch. Schießen das weg. Okay. Mal so. Reicht nicht aus? Okay. Mach mal so. Ja. Ach, hör doch mal. Wie cool ist das denn? Jetzt können wir das da rübernehmen. Alles durch? Hm. Ja, gut. Vertrauen wir dem Ganzen mal, ne? Ja. Wo wir jetzt hingehen, wenn wir das verlassen, wir wissen.